Okay, das kannten wir ja schon. Altbird-Lexikon, Band Nummer 11, G ist gleich K. Mob ist ein Altbird, komisches Wort. Und ein Kampf. Ja? Kennt ihr schon Gemetzel? Das ist er! Bam. Immer roff, vernichtend. Enough. Und tschüss. Eiskalt verwandelt. Hey, wer steht? Hey, hallo, ich will wieder reden. Tempel ausruhen, Abtrünnige, keine Ahnung, okay. Wisst ihr, das nervt dann wieder, wenn man vorankommen will und dann kommt wieder über ein Monster, das hatte ich glaube ich damals mal gemeint. Ich kann eh nur ein. Ich kann Beil angreifen. Schäden Sache. Dann nutzen wir es doch mal. Und jetzt bist du an der Reihe. Victory! Ein Level Up. Ah, ich liebe Level Ups. Die sind so Level Up-ig. Huch, na, nee, da, ja. So, das haben wir. Was haben wir hier in der Kuhle? Eine Kiste. Ein Blindwappen. So, dann gehen wir mal weiter. Jetzt komme ich die mit den Schokopos gleich anquasseln. Hey, du da. Weil wir gegen die Leitsätze verstoßen haben, sind alle meine Freunde tot, nicht wahr? Es war ein großer Fehler, uns auf die verbotenen Machina zu verlassen. Hier als Zeichen meiner Buße, das Medium soll es benutzen. Ein Äther. Und ein Kampf. Boah, ihr lasst mich doch nie in Ruhe. Schnauze. Einer weniger. Mich hat und Nina versteinert, kann das sein? Sind alle zu schlecht gegen mich. So. Und abgestochen. Quatsch. Level up. Oh, liebe Level up. Auron. That is great. But you can't learn now. Something. Oder wie wir gebetet. Bei der Küstendefensive von Joyce oder Joyce, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Letztes Jahr hatten wir viele Tote zu beklagen, doch dieses Mal ist das kein Vergleich. Yevin hat uns bestraft. Was habe ich auf dem Schlachtfeld gefunden? Bitte benutzt es. Eine Mega-Portion. Ja. Es versteht sie von selbst, die Leitsätze zu befolgen und dem Verletzten zu helfen. Natürlich gewähren wir das. Gewähren wir der abtrünnigen Bürgerwehr Schutz in unserem Tempel. Sie wurden hart genug bestraft und sollen nun wieder in unsere Mitte aufgenommen werden. Der Segen der Wünsche ist mit euch. Überportion. Und da ist der Weg. Hey! How much longer till Xanarkand? Still a ways. First down the Moonflow to the Guado city of Guado Salam. Then we cross the Thunder Plains to the Temple of Makalania. Oh, boy. And before that, we get to pray at the Temple in Jose. We can't just skip all that, can we, huh? Mm-mm. I have to pray to the faith in every temple in order to earn the final Aeon. That's a summoner's training. She's got to prepare mind and body, all just to get ready for the final summoning. Must be tough, Yuna. I'll be fine with you here. Habt ihr gelesen, Jose? Josie hat sie gesagt, ne? So ganz komisch. Ich sag immer Deuce und fertig. Das ist einfacher. Sie wird alle verwirrt. Was ist, wenn ich jetzt da lang gehe? Ach so, okay. Komm ich nicht lang? Hey, new guy. Me? Who else? What can I do for you, boss? Don't tell Yuna you know about Sin and Jekt.
Huh? You know her. She would distance herself from you. We do not want that. I see. I think. Yeah, but even if I did say something, no one believed me, you know? Yuna would. Ah, you have a point. Come to think of it, did I really have to know about Jekt? What about my feelings? Better than you finding out at a critical moment, becoming emotional. What? Me? Emotional? I heard you were quite the crybaby. Yeah, maybe when I was a kid. Maybe even a little now. Just a little. Hey, I still don't buy your story, you hear? Oh Mann, du musst ja auch immer aufziehen mit dieser Heulsusen-Geschichte. Hör mal, Saruman, so schlimm, wenn man als Kind heult, Alter, ist ein Kind. Später stumpft man ab und wird hart. Wow. Also, öffnet sich durch der Tempel, ne? Äffchen! Oh. Yuna, it is good to see you and your companions are well. Yourselves as well, Captain. We were worried. Praise be to Yevon. We escaped with our lives, but our troops were decimated. Of all our chocobos, only this one made it. We make pretty poor chocobo-mounted forces without chocobos. We turned our backs on the teachings and cast away our faith. This is our just reward. Äffchen! So many died in vain. It was a mistake. Das ist der letzte Schokopo. Ist das eine gute Idee, in so einem nahen Abgrund stehen zu haben? It's just you now, but don't worry, we're here for you. We should never have ignored the teachings. Ich find's immer toll, wie viel die Frauen hier anhaben. Das ist wunderschön. Ach, die Äffchen da. Die laufen gegen unsichtbare Wand. Und jetzt öffnet sich der Tempel. Ich glaube, der öffnet sich jetzt schon. Jo. Is that the Jose Temple? Interessant aus, ne? Awesome! The Lightning Mushroom Rock. It only opens when a summoner is addressing the faith. That means another summoner's already in there. Another summoner? What if it's Donna? We have to hurry. Right. In we go. Nicht trödeln, dann gehe ich erstmal hier ein bisschen gucken. Mich interessiert das ja mal alles. Ein Speicher. Muss man speichern. Wie üblich. So, zack, zack. Der 4.4. ist heute. Ach, heute ist ja wieder Gronkh Live. Mano, Mann, ey. Gut, bei euch war Gronkh Live schon. Also LPT Live, ja, Gronkh Live, LPT, ja, alles das gleiche. Halt, da sitzt jemand. Luzu, he's... Where is he? I found him. But he was torn in half. I... That... Idiot! What? What do I do now? I can't do this. I'm going back to Bessade. Mutz ist gestorben. Und wenn man bei der Übersetzung mitgehört hat, ist der Körper in zwei Hälften getrennt worden. Oh Mann, ey. Aber irgendwie musste ich mich entscheiden, weil ich konnte entweder wäre er gestorben, also... Jetzt können wir auch den Namen. Wie hieß er? Gatta. Ansonsten wäre Gatta gestorben, dachte ich mir, aber weil Gatta halt noch jünger ist als Luzu, als Lutz. Ja. Entscheidung müsste immer gefällt werden. Auch wenn es nicht... Äffchen! Wenn sie nicht immer sehr... Ja, das liegt ja doch. Da hinten. Das ist er doch, oder nicht? Keine Besuche, lass den Schlaf. Ah, das ist er doch. Ich will zur Kiste. Lass mich zur Kiste.
Ach, sie fliegen? Hä? Ich hab doch... Hä? Aha. Okay. Ausruhen, Ausrüstung will ich haben. Ein Degenschwert, das nicht viel Angriff hat. Das ist auch nicht viel besser. Ja, ein Hyperball. Hier bei Pokémon. Z-Angriff 5. Ja, damit. Jo. Halberd, Vater Morgana. Oh, das ist besser. Zack. Metallschild. HP, Abwehr. Ja. Abwehr. Interessiert mich wenig. Dum, 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 dum. Ja, brauche ich davon welche? Nö. Antidot? Nö. Echokraut? Nö. So, gibt es ja irgendwas Schönes? Ich guck mal schnell. Ja, weil da hinten die Kiste gibt es, aber da komme ich ja nicht ran. Die lassen mich nicht. Lass mich nie ran. So, dann da hinten eine Kiste. Oh. Die kleinen Äffchen. Los, wegtreten. Hätte ich gesagt. 4000 Gül. Was haben wir hier? But how? How can I enter the temple after what we have done? Ich weiß es nicht. I've been thinking about the future. The monks said we could stay here for a while. Komm, wenn der Schokopo jetzt eben fahren lässt, Alter, der Typ, der ist echt am Arsch. So, dann gehen wir mal in den Tempel und holen uns Ixion. War das Ixion? War das jetzt schon? Eigentlich müsste es Ixion sein. Auron, was geht ab? Auron? So, you're a champion of Yevon now, Braska? Wahrscheinlich. Oh. Ach, er. I beg your pardon, but may I ask your name? I am Summoner Yuna from the Isle of Bisade. As I thought. The daughter of Lord Braska. You have the look of your father. My father? You knew him? No. I have never met the man. Ah, my apologies. I am Isaru. I am a summoner, like you. I'm Pasi. Pleased to meet you. And I'm Moroda. I'm guarding my big brother here. Since I was a child, I've always looked up to Lord Braska. I wished I would someday become a high summoner like he was. You must have some of your father's talent in you. I believe you might someday defeat Sin. I'm not really. I've only just become a summoner. Of course, I've no intention of losing either. So perhaps we should race to see who can defeat Sin first, no? Oh, very well then. I accept your challenge. Isaru! Yuna, I beg your leave. Good luck to both of us. Yes. Ein Wettkampf, kann man so sagen. Sind ja ziemlich viele Mediums unterwegs. Aber wir sind die einzig Besten. Habe ich Angst vor den ganzen Blitzen, weil Blitze sind doch am menschlichen Körper ein bisschen leidend. Wir haben alle heilenden Portionen aufgebraucht, aber es sind immer noch Verwundete. Der Vater der Bürgerwehr, Sir Mihem, hat den Yevon-Tempel durchs gesegnet. Wenn er wüsste, was hier heute vor sich geht, Sir Mihem würde sich im Grabe herumdrehen. Ja, dafür kann ich nichts. Chef, bitte öffnen Sie die Augen. Chef, ich hab sie wirklich gemacht. Halt, Kiste. Mega-Phönix. Mega-Phönix heilt alle Leute in der Runde, die gerade kämpfen. Wenn zum Beispiel mehrere gestorben sind. Schokopo, mein Schokopo. Halt, bleib doch mal stehen.
Ich helfe mit, ich helfe mit. Du hörst doch gar nicht, du rennst deiner Schwester hinterher. Den Kampf mit Zinn überlebt zu haben, ist wirklich ein Segen der Winds. Aber wenn sie gegen die Leitsätze verstoßen haben, können wir sie nicht im Stich lassen. Auch wenn sie, ja. Da liegt ihn auf dem Boden. Puh, wir haben nicht genügend Leichentücher. Das war eine tolle Info. Allheilmittel. Die Kommandantin wurde verwundet, bloß weil ich unvorsichtig war. Ich war zu unerfahren. Obi, Obi. So, dann wollen wir in die Hallen der Prüfung gehen, ne? Me? You are Yuna's guardian, no? Moroda's heard a curious rumor. I thought you should know. I heard it from those crusaders. Seems that summoners have been going out on pilgrimage and just disappearing. It could just be the fiends got them, but not so many so quickly. Sorry I don't know more, but watch your back. Ain't much future for a guardian without a summoner, eh? What? What? What y'all talking about? We're talking about doing your job as a guardian. Hey, I'm doing good. Right, big brother? Please be careful. Will do. Passe! Oh, what? We're leaving! Be right there! See ya! Ich find's ziemlich sorglos, dass die das Kind da mitnehmen auf so eine Reise, weil, ja. Schönen guten Tag, der. The cloister of trials lies within. Are you prepared? Ich bin immer bereit. Weil ich will ja die Schätze haben. Alright, Guardians, at attention! We are ready. Alright, let's do it. Na dann wollen wir mal. So, wir nehmen uns die beiden hier. Top, top, top. Und rennen damit. Huch, nein, nichts tun. Den da, bitteschön. Ja, das ist ja relativ easy zum Anfang. Um die Glücksperoiden freizuschalten, oder die Waffe freizuschalten, muss man doch ein bisschen mehr machen. Strom freigesetzt. So, dann gehen wir mal weiter. So, das Zeichen da bitte einmal. Huch, halt. Ah, das ist ja ein Symbol, okay. Ja, komm mal her. Dum, dum. Zack. Und bitte noch einmal. Jetzt sehe ich das Licht aus. Das ist auch nicht wichtig. Das können wir gleich wieder anmachen. So, einmal hier bitte. So, jetzt haben wir ein bisschen Strom erzeugt und werden mal das dahinter schieben. Die Statue zurück. Na, holen uns den raus. Und stöpseln den dort rein. Zack. So, perfekt. So, da kommen wir jetzt natürlich nicht rüber, was logisch ist. Gucken wir schon, ob wir hier was hatten. Da war nichts, da war nichts. So, nur noch kommen die Türen, glaube ich, nicht zu. Okay, die geht doch zu. Na gut. Dann da rein.